wurde angefragt, ob man ein Statement abgeben kann, insbesondere auch mit Blick auf Forderungen an die Politik oder möchte ich so ein bisschen zurückkommen zu dem Thema der Veranstaltung. Wir haben jetzt viel auch über Bildungspolitik und so weiter geredet. Das ist sicherlich auch sehr drängend, gerade wenn man die Problematik in Nordafrika sich anschaut und längerfristig anschaut. Aber ich denke, wir haben auch drängende Probleme jetzt im Moment. 60 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention, da stellen sich für mich drängende Fragen. Da stellt sich für mich aber auch erstmal eine Frage, ich möchte ein bisschen an Herrn Königs anknüpfen, die Verantwortung eben, die auch die Signatarstaaten übernommen haben für den Flüchtlingsschutz, dass man sich daran eben erinnert. Flüchtlingsschutz unter der Genfer Flüchtlingskonvention, unter Ausbildung auch des Flüchtlingskommissars, hat eigentlich zwei Formen. Einmal eben die Flüchtlingskonvention, Flüchtlingsschutz, Menschen, die aus begründeter Furcht vor Verfolgung fliehen, an eine staatliche Tür klopfen, die müssen aufgenommen werden. Das ist die erste Forderung meines Erachtens, aus Amnesty-Sicht, Europa muss die Grenzen offen halten. Frontex, Abwehr, das sollte nicht sein, sondern wir müssen die Türen offen halten für Flüchtlinge, die an unsere Tür klopfen. Das heißt auch, dass jemand Zugang zu einem fairen Verfahren haben darf. Und das heißt dann auch, das wurde auch schon angesprochen, dass es eine europäische Verantwortungsteilung geben muss, keine europäische Lastenteilung, so wie es jetzt unter der Dublin-Verordnung geschieht, dass man also wirklich die Lasten abschiebt an die Grenzen und dann sehen wir es in Italien und in Griechenland, dass die Staaten tatsächlich überfordert sind und dann weiter. Das ist die eine Ausgestaltung der Genfer Flüchtlingskonvention. Die andere Ausgestaltung, das haben wir heute Abend auch schon mehrfach angesprochen, ist Resettlement. Der UNHCR, also der Hohe Flüchtlingskommissar, organisiert Resettlement, das ist die sogenannte Wiederansiedlung von Flüchtlingen. Der UNHCR unterhält ja selbst auch Flüchtlingslager oder geht in Flüchtlingslager und schaut, wer ist da in einer wirklich bedrängten Situation. Resettlement wendet sich an besonders schutzbedürftige Personen, die in einer ausweglosen Situation sind und die müssen aufgenommen werden. Amnesty hat im Juli eine Research-Reise gemacht, auch nach Shusha in verschiedene andere Flüchtlingslager, hat festgestellt, dass die Situation dort katastrophal ist und dass es in der Tat so ist, wie auch die Frau McKenna gesagt hat, dass da Menschen übrig geblieben sind, die nicht mehr zurück können, und zwar weder nach Libyen noch in ihr Heimatland, die in einer ausweglosen Situation sind und die aufgenommen werden müssen oder die einfach eine Zukunft auch brauchen. Das ist auch im Moment eine wirklich drängende Frage. Der UNHCR hat Deutschland angefragt und Europa, nehmt ihr Menschen auf, die wir schon als besonders schutzbedürftig klassifiziert haben? Und Deutschland hat Nein gesagt bis jetzt. Das Einzige, worauf Deutschland verwiesen hat, ist 150 Flüchtlinge aus Malta. Das ist natürlich auch wichtig in europäischer Solidarität, aber ich denke, Europa darf die Grenzen nicht dicht machen, muss auch beim Resettlement mithelfen. Dann breche ich das jetzt ganz kurz, damit ich zum Ende komme, noch auf die Landespolitik runter. Das geht so ein bisschen in die Richtung der Frage, die gerade gestellt wurde. Wieso können die Kommunen nicht selbst Flüchtlinge aufnehmen? Ja, das hat Herr Königs beantwortet. Da gibt es einfach das Bundesrecht, Souveränitätsfrage und so weiter. Aber ich denke, was die Landespolitik und auch die Kommunen machen können, ist einfach von unten Druck nach oben weitergehen und sagen, wir sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Dann lasst es uns doch so machen. Das wäre mein Appell, eben Resettlement auch möglich machen, die Flüchtlingsaufnahme.